Dann haben wir auch diesen tiefen Referenzpunkt, dass ich als Anfang so, das war früher das EWTO zweites Schülergrad, kennt im Jeet Kune Do, einer der Standardangriffe, das ist so Ping Choi, Quad Choi. Ping Choi ist horizontaler Faustschuss, Quad Choi ist Backfist. Der Punkt ist, dass ich praktisch so mache, einen tiefen Angriff und den blockiert der andere. Und dann kann ich praktisch ganz eine Rückhand machen. Von der Fantasie, weil sein Arm ja 45 Grad läuft, mache ich den Gang entweder hier oder kann mir auch vorstellen, dass das der Arm ist. Also ich brauche jetzt Fantasie. Obwohl ich das mache, denke ich an den einen Arm, weil bei der Abwehr ist sein Arm tief, sonst mein Paxer wäre genau hier dazwischen. Aber man kann nicht jetzt mal einen anderen Arm bauen, okay? Es ist so tief, hoch, Rückhand. Wichtig ist, dass ich zwischendurch noch meinen Step machen muss, das heißt, hier komme ich noch nicht, jetzt erst komme ich ran. Natürlich auch links. Und jetzt mache ich hoch den Hammerfaust, aber das ist wirklich Rechen. Handtechnik ist immer beliebig. Der Vorteil ist halt, ich kann es 10 Millionen Mal machen, bis das so schnell kommt, dass alles zu spät ist.